Alter, geil. Schutz 3, noch eine Hose. Oh, herrlich. Und hier die natürlich, ne? Ja, endlich die so ein war, ja. Ding. Einfach nur chillig, ne? Jetzt kann ich endlich Ja. rumfliegen. Warte mal, das werde ich Und erstmal jetzt. hier im F5 präsentieren. Jetzt lass ich mal hier schön weiter Schalker. Mit den Schalen. Willst du die Schalen oder willst du nach Hause, Alter, jetzt? Ich guck mal, wo ich jetzt hier was ich mache. Ich weiß noch nicht. Okay. Dann klatsche ich hier mal weiter. Ich kann ja jederzeit Slash Home machen. Ah, hier Braustand nehme ich mit. Den brauche ich nämlich auch. Ah, shit, ich habe noch keinen Blaze Powder für den zum Betreiben. Kann ich geben. Ach so, ja, okay. Wie viel hast du denn davon? Ein paar. Na, ich war halt noch nicht im Nether auf einer Festung. Generell, ich weiß gar nicht, was im Nether abgeht. Da war ich schon lange nicht. Nur mal kurz zwischendurch. Da war ich noch nicht, nee, da war ich schon ein paar Mal, aber habe halt nicht viel gemacht. Ich habe es nur als Transportationsmittel genutzt. Ich halt auch, also ich habe mal geguckt hier bei den einen Leuten, die da irgendwie das angeschlossen haben schon und so eine Art Nether-Hub wollten die ja bauen, ich weiß nicht. Ja, unter anderem würden wir auch machen. Ja, ne. Muss ich mal gucken. Vielleicht kann ich da auch ein bisschen beitragen. Oh ja, jetzt habe ich ja Enderperlen verschwendet, super. Ich nehme mal die Kisten für mehr Schalter. Kisten. Ja. Also ich bin gerade ganz gefährlich hier unterwegs, aber es klappt anscheinend. Und ich erst. Ja? Oh. Ja, ich benutze die Levitation von den Viechern als Main-Transportmittel. Ach so. Oh. Ja, jetzt ist mein normales Essen auch leer. Jetzt muss ich ja auf Schalker, nee, wie heißen die Teile? Chorusfrüchte zurückgreifen. Oh, da ist noch eine Schalkerkiste von mir von vorhin. Könnte man noch Endstones mitnehmen? Alles, was man so braucht hier. Ich könnte noch eine Runde Schach zocken. Fällt mir gerade so ein. Ich weiß gar nicht, die wievielte Folge das jetzt hier schon bei mir ist, die ich gerade aufnehme. Wahrscheinlich schon die 5. oder 6. für heute. Leute sagen, mein Humorsinn ist krank. Ich sag nur, oder sagen, es ist anders gebaut. Ich sag Ja. nur, es ist alternativ. Ja, es ist. Ich sag nur, es ist einfach nur alternativ gebaut. Es Na. ist komplett falsch. Das menschliche System. Ah, das mit dem End-Reset steht noch, gell? Dass wir dann das wieder zurücksetzen hier. Ja, sobald ich die Welt dann neu mache, wird das End resettet. Ja, Also sobald ja. ich nicht die Welt neu mache, sondern sobald ich halt die Welt auf einen anderen Server packe, wird der End erstmal neu gemacht komplett. Aber, na gut, ich meine, jetzt erkunden wir hier zwar, aber so haben wir dann eben die Chance, nochmal schneller wieder mehr zu finden, anstatt ewig rumlaufen zu müssen, ne? Hat natürlich auch Vorteile, da muss man nicht jedes Mal 400.000 Blöcke in eine Richtung fliegen. Aber bevor ich dann noch heute, also für heute aufgehe, spawn ich nochmal den Drachen neu. Ach so, du willst jetzt nochmal? Ja, und zwar in der Hoffnung, dass ich erstens Achievement bekomme, zweitens ja. Einfach nur, weil ich XP haben will und so was. Ach so, naja, klar. Und was mir noch Warum hast du eingefallen das Achievement noch nicht? In der Drachen-Achievement? Ja. Weil das kriegt nur der, der den Drachen zuletzt geschlagen hat. Ah, deshalb. Also kriegt das, hat das vorhin auch nur einer gekriegt und nicht alle, weil manche haben ja alle gekriegt dann. Nee. Gibt's ja mehrere Achievements. Ja, ich hatte zu viel Spaß dabei gehabt, mein Fernglas wie eine billige Lücke rumzureichen. Man muss halt immer hier aufpassen, dass man noch was vom Kuchen abkriegt. Ich habe das Assumen bekommen, dass der Ender Drache respawned ist. Mehr brauche ich nicht. Ja, ne. Ich muss ja mal sagen, ich bin froh, dass man bei den Chorusfrüchten, wenn man die isst, nicht die Blickrichtung gewechselt kriegt, sondern immer gleich guckt. Weil sonst wäre das ja übelst verwirrend. Oh ja. So kann man sich ja noch ein bisschen orientieren. Soll ich mal einen Freund fragen, ob er mir das programmiert, dass das, das macht? Ach nein, bitte nicht. Jetzt habe ich wieder schlafende Hunde geweckt. Es wäre funny. Funny, ja, aber auch ein bisschen... Nervig. Aber hauptsächlich funny. Ich bin jetzt schon wieder verwirrt, weil ich gar nicht dran gewöhnt bin, dass man teleportiert wird, wenn man was isst. Du hast ja Rechte, ne? Mach ja. mal Inf... Mach mal Infsi für mich. Okay, Infsi Shandy, ne? Ja. Stimmt, das habe ich ewig nicht benutzt. Oh, 35 Enderkristalle. Oh, das auch, aber nee, ich meine damit die goldene Karotten. Ah, 21 und 10 Goldäpfel. Nee, nimm die. Goldenen Karotten. Die 21. Ach so, die soll ich nehmen? Ich noch, ja. Danke. Ich habe noch fast einen Stack in meiner Offhand. Ach so, ja, du hast mir vorhin schon welche geschenkt, gell? Einfach so. Und die da abgezeckt wurden. Ach, die hat Rätsel wieder genommen, na super. Ja, als du gestorben bist.
Ach nö, jedes Mal. Wirklich, warum muss er jedes Mal meine Items einsammeln, dann droppt er alles raus? Das ist doch übel Aufwand. Das würde mich nerven, wenn ich in seiner Stelle wäre. Ja, das und dass er einfach nur da die Items sich anguckt. Ja. Ne, der kann genau, der kann doch Inf-C machen. Aber nee, gut, nicht, wenn er das. Nicht Inf-C angucken. Ja, was ich meinte mit, war einfach nur, dass er die Items einfach auf den Boden lässt und anguckt. Das mache ja, ich genau. Immer so in 2-3 Block Distanz. Das wäre allerdings meine Maßnahme. Aber solange er kein Inf-C macht, bin ich eigentlich froh, weil sonst wird er ja nur noch da drin rumfummeln. Ja, Koordinaten da geradeaus. Ey, yo. Bin schon wieder hier hart am Kämpfen, überall. Erstmal da hochklettern hier. Der glorreiche Aufstieg des Textmark. Da kriegt er auch mal 34 Video-Views statt 33. Kennst du eigentlich die TMLP-Hater-Videos? Jetzt mal, TMLP-Hater-Videos? Ja, es gibt mal so einen, also der war in meiner Klasse, der hat vor 6 Jahren oder vor 7 Jahren so Dislike-Videos gemacht und so auf ironisch, weißt du. Oh. Immer zu Textmark, zum Beispiel das zweijährige Kanaljubiläum. Jetzt terrorisiert er schon die Menschheit seit 2 Jahren, die Natur wurde ausgerottet und so. Knochenmark hat alles übernommen. Dann auch Textmark ist Illuminati. Oh, das klingt so funny. Jo, muss ich dir mal schicken. Aber gleich. Ja, schick was. Oh ne, jetzt werde ich ja gerade von Schalkern wieder überall angegriffen. Habt ihr schon eine Lytra? Jo. Ich habe gar nicht realisiert, dass die noch auf dem Server sind gerade. Ich dachte, wir sind ja alleine. Und wieso sind wir im AFK-Channel anstatt in einem normalen Channel? Ja, stimmt. Das ist sehr sinnvoll. Das hat mich halt auch gewundert danach später. Als ich es mitbekommen habe, weil erstmal dachte ich so, ja, ich sag den Privat-Channel und so weiter. Ich habe nicht darauf geachtet, nicht auf den Channel-Namen geachtet. Ja, danach, dass ich gemucht wurde, dann wäre es. Aber ich will schnell in einem Warte auf Move-Channel wieder reingehen, als ich da habe ich gemerkt, oh shit, wir sind ab. So, was wollte ich jetzt machen? Ah ja, dir das schicken, genau. Ich hoffe, ich werde in der Zeit nicht gekillt. Die Dislike-Bombe muss platzen. Komm da. Da ist es. Okay, ich muss mal gucken hier in meinem anderen Laptop, ob Outer City noch läuft. Ah ja, läuft noch. Ich habe immer Angst, wenn der Bildschirm ausgeht, dass es dann irgendwie hier aufhört aufzunehmen. Gib einfach nur den Banner. Sex Martin T ist scheiße. Ja. Oh. Das ist so Crap-Downer. Sex Martin T. Einen gedisliketen und gehateten Tag. Ey, what the fuck? Das Kulturgut einfach nur, ja. Ja. Oh nein, oh, jetzt bin ich auch komplett durchgefallen hier nach unten. Der Nordpol besteht aus Eis. Aus Eis, ja genau. Nur dieses... diese Zusammenhänge in mit Bom, diesem Ping-Pong-Ball oder was dann kam, ne? Erstmal F3 drücken, falls ich sterbe, dass ich direkt die Koordinaten habe. Also sind ja fast gleich, minus 5000 und minus 5000. Dabei 30 Kanäle. Ja, genau. Was hast du denn hier bitte mit dem Glas gemacht? Welches Glas? Was ist mit dem Haus hier? Das sieht ja mal anders scheiße aus. Ach so, du meinst das Eingang, die Gestaltung da? Sag doch jetzt nicht, eieiei, ach komm, so schlimm ist es nicht. Protestlich. Nein, das wird ja noch. Ich mach das schon, keine Sorge. Sieht ja fast so aus, wie er wie sich anhört. Sieht ja fast so aus, wie ich heiße. Ja. Ich kann nur sagen, ich liebe diesen Kanal, den du mir gezeigt hast. Erstmal wieder schöne Abendunterhaltung gesichert. Ja. MLP-Hater, 2 Jahre Textmark, die Chronologie. Oh, das sind richtige Dokumentationen. Läuft demnächst auch auf Arte. Wie fühlt sich eigentlich so an? Was genau jetzt? Scheiße ja, zu sein, ich... oder was kommt jetzt wieder? Komm, ich geh über ein Taschentuch, Alter. Oder Klopapier, muss man den Mund abwischen, kommt nur Scheiße raus. Oh, scheiße, Long ich hab grad voll die Combo gegeben hier. Wisst ihr, was das Krasse ist? Ja. Wie sehr eine Wortbetonung einen etwas ändern kann. Long ja, ass her and long ass her. Ja, es klar. Gibt auch das mit den Eger-Nachnamen, dass sie halt immer was falsch klingen kann. So rum, ja. Kann ich reden. Oh, jo. Oh, zum Glück habe ich Elytra, ey. Hab schon wieder kurz vergessen. Aber vom Spawn kommt man echt so schlecht weg. Wir brauchen da mal eine bessere Verbindung hin oder weg. Ah, jetzt reißt wieder weg. Leben ist hart.
Alter, aber mit dem Glas, du hast schon recht, das sieht schon ein bisschen suboptimal aus, würde ich sagen, zum aktuellen Zeitpunkt.